Zutaten für 4 Portionen: 14 Esslöffel Sesam, 11 Zitrone, 11 Lauchzwiebel, 12 Knoblauchzehen, 1 Salz, 1100 g Champignons, 14 Esslöffel Sojasauce, 12 Esslöffel Sesamöl, 130 Gramm Ingwer, 11 Kiloliter. Rote Chili 1,5 Radieschen, 11 große Blumenkohl, 12 Esslöffel Öl, 13 Esslöffel Fischsoße, 1200 ml Gemüsebrühe, 1 Zucker, 1300 g japanische Soba-Nudeln, 11 Handvoll Koriandergrün. 1 Sesam ohne Fettrösten herausnehmen. Zitrone auspressen. Lauchzwiebel putzen, waschen, in Ringe schneiden. 1 Knoblauchzehe schälen, hacken, mit einer Prise Salz zerreiben. Pilze putzen in Scheiben, dann in Stifte es schneiden mit Lauchzwiebeln Knoblauch, unterstrich 1 Esslöffel Sojasauce Sesamöl, Hälfte Zitronensaft, verrühren, restliche Knoblauchzehe schälen, in Scheiben schneiden, Ingwer schälen, würfeln, Chili waschen, entkernen, würfeln, Radieschen putzen, waschen, halbieren, in Spalten schneiden. Blumenkohl putzen und in Röhrenteilen waschen, in Salzwasser 2 bis festkochen, ins Sieb abgießen. 2 Knoblauch, Ingwer in Öl 3 anschwiezen, Chili Radieschen zufügen, durchschwenken, mit Rest Soja und der Fischsoße ablöschen. Übrigen Zitronensaft und Brühe angießen, eine Prise Zucker zufügen, Nudeln in Salzwasser kochen. Blumenkohl zu den Radieschen geben, erhitzen, Nudeln abgießen mit Blumenkohl Radieschen. Pilzen anrichten, mit je 1 Esslöffel Sesam und Koriander bestreuen.